Der Ural ist bekannt für eine große Anzahl berühmter Höhlen. Eine davon ist die Eishöhle von Kungur, gar nicht weit von der Metropole Perm entfernt. 5 Kilometer ist sie lang und bietet den Besuchern traumhafte Ansichten. Normalerweise wächst das Höhleneis erst ab einer bestimmten Höhe. Hier beginnt die Vereisung direkt am Eingang. Das ist weltweit einzigartig. Viele alte Legenden ranken sich um die unterirdischen Kammern. Wie die Geschichte über den Tränensee mitten in der Höhle. Sein Wasser stammt demnach von den Tränen einer wunderschönen jungen Frau, die einen Höhlengeist heiraten müsste. Reine Dekoration sind jedoch die Teufelsstatuen vor dem Höhleneingang und die mittlerweile Gesellschaft durch russische Märchenfiguren bekommen hat. Aber auch ein paar moderne Mythen gibt es. Wie die vom weißen Forscher, der sich in der Höhle das Bein gebrochen haben soll. Nachdem ihn seine Kollegen im Stich ließen, soll er bis heute in der Kungur-Höhle herumstreifen und nach den Verrätern suchen. Wenn man die unterirdische Pracht besucht, sollte man also aufpassen, dass man nicht selbst zum Stoff für eine neue Höhlenlegende wird.